Mein Herz bummert mindestens genauso laut wie das von Katy Perry, die jetzt Mr. Bean einen Heiratsantrag machen möchte. Spannung pur mit einem Cliffhanger im letzten Part beendet und jetzt geht's weiter. Und ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Ich habe es euch erzählt, es gibt noch sozusagen ein zweites Tomodachi Life. Es passiert so einiges, wenn endlich mal jemand geheiratet hat. Und ich würde mir jetzt volle Möhre Mühe geben, dass die beiden ein glückliches Ehepaar werden, das bis ans Ende ihrer Zeit glücklich bis in alle Tage kommen fangen werden. Welcher Ort wäre für einen Antrag wohl der beste? Okay, aber ich habe Angst. Sie muss immer auf Mr. Bean zugehen und nicht umgekehrt. Das muss schon auf Gegenseitigkeit beruhen. Hoffentlich vermasseln wir es nicht. Wo soll sie ihm einen Antrag machen? Beim Feuerwerk. Auf geht's. Das machen Sollte wir. Sollte ich mich vorher umziehen? Nein. Nein. Nee, brauchst du nicht. Alles cool. Den richtigen Zeitpunkt für den Antrag abzupassen macht mich nervös. Könntest du mir helfen? Gib mir Bescheid, wenn Mr. Bean an mich denkt. Ja, also, wir haben das schon mal gesehen bei Captain Falcons Antrag. Der wollte ja Kesha einen Antrag machen und ich habe es absichtlich versaubeutelt, bis auf das letzte Mal. Und ich werde jetzt wirklich versuchen, mir so viel Mühe zu geben. Also, man muss immer antippen, sobald der Kopf des Partners erscheint und wir helfen. In Ordnung, ich mache den Antrag. Beim Feuerwerk, das kann nur, das ist doch. Sollen wir uns hier hinsetzen? So, ich bin konzentriert. Gut, warum nicht? Wenn die Sprechblase korrekt ist. Ah! Denkt an Zuckerwatte. Ist das nicht wunderschön? Ja. Kurz und knapp. Jawohl. Das muss weitergehen. Was ist schöner, das Feuerwerk oder ich? Fangfrage. Du natürlich. Super, es läuft hervorragend. Wie oft muss man wohl... Es wird immer schwieriger, ne? Nein! Meinst du, es gibt hier auch eine Imbissbude? Nun... Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Jetzt geht's ab. Schieß los. Noch nicht zu Ende. Möchtest du mich heiraten? Liebend gern. Yes! Applaus! Der Hammer! Endlich haben wir es geschafft! Yes! Freunde, das Spiel kann weitergehen. Es ist alles richtig gut gelaufen. Vielen Dank. Das hier möchte ich dir als Dank geben. Gib mir doch mal ein Badeset, natürlich. Ja, Freunde, richtig genial, also... Wir haben es doch geschafft. Ja, falls euch erinnert, die Entstehungsgeschichte, eigentlich wollte er Angelina Mr. Bean fragen. Dann mal auf zur Hochzeitsfeier. Aber Katy ist es geworden, jetzt sind sie sogar verheiratet. Wie wird Angelina das Ganze sehen? Jetzt bin ich gespannt, was jetzt alles passiert, ja. Eigentlich müsste Mr. Bean alles in Schutt und Asche legen. Wie immer. Ach, ein süßes Pärchen. Guck mal, Angelina steht auch dabei. Die Einzige, die nicht klatscht. Die steht nur da. Ja. Guck mal, Angelina ist die Einzige angepisste. Man kann es verstehen. Hey, wer wird die Nächste? Muss doch jemand den Strauß fangen, oder? Und jetzt gibt's erstmal eine Hochzeitsreise nach Afrika. Ah, jetzt fängst du dir direkt Malaria ein, oder was? Aber okay, dann fahren wir halt nach Afrika. Wer schlafende Löwen fotografiert, sollte echt schnell laufen können. Lass uns ein Foto machen. Da müsst ihr laufen. Und wie ist es? Naja, was soll's.
In der Savanne ist der Sonnenuntergang einfach atemberaubend schön. Oh. Lass uns ein Foto machen. Wobei, eigentlich ist Afrika... Oh, das wäre ein super Foto. Nicht so die Flitterwochen. Mit so vielen Bedürfen vor der Nase kriegt man gleich Lust, was Leckeres zu kochen. Lass uns ein Foto machen. Ups. Ah, ihr seid echt Pappenheimer mit euren Zwinkern immer. Okay, sehr, sehr schön. Da müssen jetzt auch neue Gebäude wieder auftauchen. Wir hatten so viel Spaß. Oh ja. Hier ist ein Andenken für dich. Gib mal her. Wüstensand. Ui, super. Bitte sieh weiter nach uns, auch wenn wir jetzt verheiratet sind. Klar. Also zieht ihr jetzt aus, oder wie? Level up, aber sowas von. Du wirst trotzdem irgendwas mitsingen. Opa. Ich glaube, so viele haben noch nicht Opa, deswegen. Da bitte schon, Katie. Yes! Eine richtige Eilmeldung. Von Stefan Raab. Eilmeldung. Das Projekt Mieviertel auf LBM Bau wurde fertiggestellt. Na endlich! Diese Wohngegend richtet sich an frisch verheiratete Paare, die hier errichteten Häuser beziehen können. Wir hoffen, dass es eine lebhafte Gegend wird, die vielen Familien ein neues Zuhause bietet. Danke fürs Zuschauen. Und da gucken wir natürlich gleich mal rein, ja, das erste verheiratete Pärchen. So, da sehen wir die ganzen Häuser. Willkommen im Mieviertel, hier starten verheiratete Paare ihr neues gemeinsames Leben. Komm immer wieder vorbei, um zu sehen, wie die jungen Familien sich entwickeln. Manchmal triffst du verheiratete Mii-Charaktere auch noch in ihren alten Apartments an. Dort kannst du ihnen also nach wie vor beim Einrichten helfen. So, also ihr seht, wie viele verschiedene Häuser man da errichten kann. Ah, es geht noch weiter hoch. Lololol. So viele Paare. Verheiratet auch noch, ne? Jetzt brauchen wir hier 40, 41 Parts, damit endlich mal jemand heiratet. Aber es ist geschafft. Wir gehen mal rein. Wen willst du rufen? Keine Ahnung. Oh, ich störe nur ungern eure lebhafte Unterhaltung. Guten Abend. Und jetzt sind wir wieder, da steht Ehefrau Katy Perry. Ja, du hast Hunger, mein Bursche. Ist doch klar, so eine Afrika-Reise macht hungrig. Da, Nudeln mit Pesto. Besser als die Pest aus Afrika anzuschleppen. Nicht dein Ding. Was du nicht sagst. So, jetzt will ich mal gucken, wenn ich jetzt zum Apartment gehe. Hä, noch was? Yeah, Freunde, das Liebesabenteuer, es nimmt drastische Ausmaße an. Weiter, weiter. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Wer weiß, vielleicht ist es das jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass die alle Bock haben auf Liebe. Ich habe mich in Christina verliebt. Ich muss es ihr sagen. Da war doch schon mal was. Er hat mich nach seiner Meinung gefragt, oder? Sehr schön, ein alter Hase und eine... Wie soll ich es ihr sagen? Relativ... frische Bewohnerin. Zieh eine Show ab, war ja nicht so erfolgreich mit Professor Eich. Sei niedlich, war schon nett. Singe ein Lied vor, in Geschenkform. Tu verzweifelt. Was hatten wir denn schon mal? Verzweifelt war bei Captain Falcon und hat funktioniert. Ich mach mal, sag's klassisch. Was ist denn klassisch? Wir werden es gleich sehen. Aber wann und vor allem, wo soll ich es ihr sagen? Wahrscheinlich nur, ich habe mich in dich verliebt. So, Klassenzimmer hatten wir, am Strand hatten wir, das machen wir nicht mehr. Da gibt's ungute Überraschungen. Aber bei den anderen weiß man auch nicht so genau. Wir gehen ins Café. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? Du kannst deinen Deckel abnehmen, glaube ich. Da machen wir mal was. Ausnahmsweise. Ein Anzug? Ach so, nur was er eh schon hat. Verstehe. Also, nimm deinen Deckel zur Feier des Tages mal ab. Gut, ich bin bereit. Ich bringe es hinter mich. Und ich drück dir alle Daumen. Alle drei. Heute ist der Herzbummern ohne Ende, aber ich find's gut. Am verabredeten Tag jedoch erschien die eine nicht am vereinbarten Ort. Nein.
kann doch nicht daran scheitern. Das kann doch daran nicht scheitern. Ja, hallo? Ja, warum, was ist denn das für eine Tante? Ich geh gleich zu der und... Was ist jetzt los? Christina hat mich abgewiesen, aber ich gebe nicht auf. Yes! Ich muss es nochmal versuchen, denkst du nicht auch? Auf geht's, schnappst du dir, Tiger! Ich kaufe von meinen Ersparnissen ein Geschenk. Jetzt bin ich gespannt, was das wird hier. Am Strand? Nein, Strand ist gefährlich. Aber Kaffee hat jetzt auch keine besonders gute Erfolgsrate, ne? Am verabredeten Tag jedoch erschien die eine nicht am vereinbarten Ort. Was sind das für eine unzuverlässige? Das glaube ich jetzt nicht. Ich gehe mal rüber und red Tacheles mit der. Der wird ja noch suizidgefährdet, wenn es so weitergeht. Nochmal! Ich sollte wohl den Blick in die Zukunft richten. Klappe? Ey, sag mal. Ich sollte wohl den Blick in die Zukunft richten. Was ist denn das für eine? Ich gehe jetzt erstmal rüber, bevor ich dich irgendwie tröste. Jetzt kriegt die einen Anschiss. Das kann doch nicht so. Kann doch nicht so funktionieren. Guck mal. Ups. Ich wollte jetzt erstmal gucken, die Apartments von Mr. Bean und Katie. Wie das da aussieht. Ist in ihrem Haus. Ist in seinem Haus. Ey, wo ist die Alte? Der Arnold bekommt sein Hotdog-Kostüm ausgezogen, wie gesagt. Das wollte ich eigentlich machen, dann habe ich gesehen, dass Katy Perry ein Herz hat. Guten Abend. Klappe. Ups. Und das auch ausziehen. Hut, Mütze. Ne? Der Z-Slayer LP hat das jetzt an. Also braucht man deine Frisur, dass man dich besser erkennt. Den Chuddy, den kennt doch eh keiner äußerlich. So, wo sind die? Das war aber geil, dass der eine Trotzreaktion gezeigt hat. Ey, zweimal habt ihr euch verabredet? Ist doch nicht dein Ernst. Guten Abend. Hier, Bitch Slap oder was? Du kriegst... Ich kann ja nichts machen. Kann nichts Böses tun. Eine Bratpfanne, da musst du was kochen. Hustensaft. Da! Es Hustensaft, trink Hustensaft. Also manchen schmeckt's und manchen nicht. Hoffentlich schmeckt's dir nicht. Das war etwas bitter. Ja, das Böseste, was man tun kann in Tomodachi Life. Yeah. Ich bin so böse, hier noch Chili. Ja. Ja, begib dich. So, Mann, was soll ich denn jetzt machen mit dir? Ich verstehe das nicht. Du kannst sie doch nicht so... Da kriegst du noch eine Bratpfanne. Dass du kochen musst. Und abspülen. Mehr Bestrafung fällt mir jetzt in dem Spiel nicht ein. Ich koch uns was Leckeres. Hey, entschuldige dich. Du gehst mal rüber. Jetzt muss ich den trösten, oder was? Das ist so saftig und zart. Man muss kaum kauen. Halt die Backen. Das regt mich voll auf, ne? Zweimal sogar. Wenn du gern scharfes Essen, dann wirst du das hier lieben. Du bist bei mir unten durch. Der arme Kerl. Warte nun. Was hast du denn da zubereitet? Chili con carne. Bitte, guten Appetit. Das ist so geil. Eben gebe ich hier noch Chili. Chili. Und da, mag ich nicht. Okay, ich koche mal was. Chili con carne. So, so. Lass es dir schmecken. Pff, ich esse es doch nicht. Sehe ich so aus? Sehe ich etwa so aus? Ist echt bitter. Ich hatte mich echt gefreut, dass du mal was passiert. Wir kümmern uns ein bisschen um den armen Tropf. Er hätte einfach seine Mütze aufziehen, auflassen müssen, oder? Ich sollte wohl den Blick in die Zukunft richten. Das ist die richtige Herangehensweise, mein Freund. Wahrscheinlich hat sie ihn nicht erkannt. Sie hat nach ihm Ausschau gehalten, hat aber nirgendwo die Reggae-Mütze gesehen. Und hatten daher nicht gefunden. Ich sollte wohl den Blick in die Zukunft richten. Das ist ein großes Missverständnis gewesen. Da ist mal Chili. Hey, das ist von deiner Christina zubereitet. Von Christina Aguilera. Komm schon, das muss dich doch aufheitern. Er mag auch kein Chili con carne. Toll. Ja, dann tu halt Trübsal blasen. Dann viel Spaß damit.
Heftig. Die einen heiraten, die anderen gehen zugrunde. Muntert ihn vielleicht ein Battle-Rap auf? Selena Gomez gegen Rocco? Nein. Nein. Wollte nur sehen, wer sich gegenübersteht. So, gehen wir ganz kurz wieder zum Haus. Yay! Nee, vielleicht ist wirklich, vielleicht wird jetzt wirklich mehr passieren. Es gibt ja noch mehr Zimmer in den Häusern. Man wird ja sehen, wie sich das... Aber die sitzen nur auf der Couch rum und labern dummes Zeug. Abgegrenzt vom Rest der Welt. Warum eigentlich? Was habt ihr jetzt davon? Komm, ich baue mir ein Haus im Grün. Ja, ich wollte doch schon immer ein Haus wohnen. Bei den anderen Pissern gefällt es mir nicht mehr. Die eine da, die nervt voll ab, du. Und ich rede nur die ganze Zeit. Ich lasse auch nicht meinen Mann schwätzen. Nein, 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 nein. Ich halte die Lappen. Ja, du hast recht, genau. Ne? Okay. So, warum habe ich jetzt wieder Nachrichten? Was Neues? Unwichtig? Guten Abend. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Ich bringe sie um. Dieses Loch ist tiefer als alles bisher Dagewesene. Hugh Hefner hat gemeinsam mit Freunden ein riesiges Loch in den LPM-Vault-Ebenen entdeckt. Bei näherer Betrachtung fanden sie heraus, dass es ohne Boden zu sein scheint und vermutlich bis zur anderen Seite der Erde reicht. Durch dieses Loch werden sich Reisen nach China aller Wahrscheinlichkeit nach drastisch verkürzen lassen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. In der Welt geht es wohl wirklich vorwärts. Hang an den Speck, wurde auf Zeit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Angelina Chuli und das waren die Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Mein Herrn, da fehlt mir nicht mehr viel zu ein. Gut. Ich werde ihm nicht helfen können. Highlight des Tages halt eben die Hochzeit. Guck, jetzt machen sie was anderes. Machen sie ein bisschen numm, aber ganz, ganz vornehm. Ja, aber ich habe schon gedacht, dass man ein bisschen mehr seine Häuser einrichten kann. Oder zumindest Einrichtungen wie bei den Zimmern oder so. Bing bong. Und dann bin ich wieder in einem Apartmentzimmer, hä? Ah, das im Bild von LP Markus. Willkommen. Willkommen zurück! Sehr gut. Was? Du hast noch keinen Döner gegessen? Hol das mal nach! Links 2, 3, 4, Caddy. Nom 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 nom. So, okay. Dann hätten wir das geklärt. Wir gucken noch ein bisschen rein. Und ich bedanke mich fürs Ansehen für heute. In diesem und im letzten Part sind keine Bewohner eingezogen, weil so viel los war. Aber das wird im nächsten Part voraussichtlich, wie ich blabam, blabam, reden kann auch nicht. Und das auf der Schlussgeraden. Das wird voraussichtlich im nächsten Part geschehen. Und bleibt auf jeden Fall dran, wie es weitergeht. Und ob Snoop Dogg endlich seine Aguilera bekommt. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, bis dann und ciao!